neuen Runde Chaos of Deponia. Willkommen im Live-LP. Ja, wir haben eine weitere Streamrunde. Wir werden jetzt wieder um Deponia kümmern. Zuletzt haben wir uns ja hier mit dem guten Gronk, guten Goon, unterhalten, ne? Aber die Stimme ist natürlich unverkennbar. Ey, jo, was geht ab, Bruder? Ach du meine Güte. Na los, mach mit. Hippopore? Übertreib's nicht. Du bist ein stinkender Penner und kein Schrottballprofi. Ah ja, das hatte ich ja fast vergessen. Ja, ist ja nicht toll. Bist du immer noch hungrig? Oh, und wie? Hast du was zu essen für mich dabei? So gefällst du mir. Immer schön betteln. Ach, aber ich hab wirklich, wirklich Hunger. Übertreib's nicht. Verinnerliche erst einmal diese Lektion. Wie man einen Schuh isst, erkläre ich dir später. Ich riech dich später. Denk dran, was ich dir beigebracht habe. Logen, Digga. Okay, noch ein Tipp. Niemand mag Klugscheißer. Ja, vielen Dank dafür, Galaxy, für dieses kleine Hosting. Habt ihr auch direkt gemerkt, ich muss natürlich die Deponia ein bisschen runtersetzen, dann ist auch das Hosting und so weiter zu sehen. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach dem Widerstand, der hier sein soll. Und nach unserem guten Freund Goon hier vorne soll er sich hier drin befinden. So, wir schauen uns mal, was es hier alles gibt. Ja, Klappe, die öffne ich erstmal, wenn ich eine sehe. Da kommt irgendwas rein, aber ich weiß noch nicht was. Was für eine Verschwendung. Daraus hätte man einen grandiosen Fluchtapparat bauen können. Oder eine Hochgeschwindigkeitskäsereibe. Ja, natürlich. Da haben wir ja den Salat. Der Tank ist leer. Oh. Dann drücken wir mal aufs Knöpfchen. Ja? Ich bin's, Rufus. Bist du nicht. Wenn du Rufus wärst, wüsstest du das geheime Klopfzeichen. Weiß ich ja auch. Und es beginnt mit einem D, richtig? Ha, viel Glück. Oha. Wieder ein Minispielchen. Plus, minus, plus, das soll ein Code sein. Fest steht, diese Klopfrätsel werden von Mal zu Mal dämlicher. Rufus kann bis zu 5-mal klopfen, bis ihn Liebold unterbricht. Ob es ihm wohl gelingt, das Prinzip mit der Liebolds Antworten zu erkennen? Okay. Dann schauen wir mal. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Ich glaube aber auch, dass wir hier erstmal rausgehen. Und das vielleicht später machen. Wir schauen uns erstmal noch ein bisschen um. Denn hier gibt es noch einiges zu betrachten. Brennendes Fass. Ah, ein Stromumkehrer. Der kommt doch wie gerufen. Ich glaube, den können wir bei der Turbine einbringen. Aber erstmal reden wir mit Goal. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Und wie? Ist es nicht wunderschön hier? Oh, na ja. Wenn man Elend mag. Ich find's toll, sagte die Frau mit dem Gehirnschaden. Was stinkt hier eigentlich so? Was stinkt hier eigentlich so? Ich hoffe, das bin nicht ich. Nein, ich glaube, es kommt von dem Typ da drüben. Lieb von dir. Aber ich muss furchtbar riechen. Ich habe mir heute noch nicht mal die Zähne geputzt. Wenn man das nicht dreimal täglich macht, bilden sich Bakterien im Mund. Genau. Und am Wochenende treffen sie sich mit dem Yeti und füllen süchtig machende Substanzen in Klebstoff. Aber es sind süchtig machende Substanzen im Klebstoff. Arme Goal. Arme, naive Goal. Wer wohl in diesem Zelt da oben wohnt? Bestimmt ein großer Magier. Große Magier wohnen nicht in Zelten, sondern auf dem Kutter von Schrottskipper. Krass. Woher weißt du nur immer all diese Sachen? Magie. Ja, das Problem ist ja, Lady Goal ist ja abgehauen in dem Körper der Verbrechersyndikat-Anführerin. Wir haben im Grunde nur noch Krawall und Baby Goal und momentan ist eher Baby Goal am Start hier.
Keine Spur von Donago. Wir schaffen das schon. Habe ich jemals etwas anderes behauptet? Du nicht. Aber Doc murmelte vorhin, dass es keinen Sinn ergibt, Tauchboote an Land zu suchen. Doc hat ja auch keine Ahnung. Das klang zumindest logisch. Logik ist was für Leute, die zu faul sind, ziellos herumzuprobieren. Weiter ja. geht's. Ich folge dir überall hin. Dann gehen wir mal ins Feld. Komm rein, Rufus. Ich habe dich erwartet. Sehr gut. Mein Ruf eilt mir voraus. Aber nicht doch. Die Kristallkugel hat mir deine Ankunft verraten. Und sie weiß sogar, wie ich heiße. Tatsächlich hast du im Vorzelt deinen Namen gesummt. Aber egal. Du bist spät dran, Rufus. Ich wurde aufgehalten. Ja, das habe ich ebenfalls vorhergesehen. Was genau genommen keinen Sinn ergibt. Und noch was. Dass du mir die Bananen klauen wirst, werde ich dir sehr übel nehmen. Ja, dann darf ich sie aber schon mal nehmen, weil du hast es ja jetzt nicht verneint. Bist du so eine Art Hellseher? Ich verfüge über das dritte Auge. Ja, aber ich praktiziere nicht mehr. Dann habe ich den Kaffeesatz im Vorraum vollkommen umsonst auf den Teppich geschüttet. Tja, die Zeiten haben sich geändert. Wenn man heutzutage nicht auf einem Scheiterhaufen enden will, tut man gut daran, düstere Vorahnung für sich zu behalten. Darum habe ich auf Partnerberatung umgesattelt. Bitte was? Du hast vorhergesehen, dass du schlechte Zeiten vorhersehen wirst und hast deshalb die Wahrsagerei aufgegeben? Aber nicht doch. Ich habe meinen Job rechtzeitig an den Nagel gehängt. Entsprechend werde ich auch niemals schlechte Zeit vorhersehen. Und was nicht passieren wird, kann man nicht vorhersehen. Ich habe allerdings vorhergesehen, dass ich aus diesem Grunde meinen Job an den Nagel hängen werde. Irgendwie wünsche ich mich gerade zu Docs Zeitanomalien zurück. Ja, ach komm, wir fangen einfach mal oben an. Partnerberatung und so. Du machst jetzt Partnerberatungen? Ja, aus irgendeinem Grund sind die Leute empfänglicher für schlechte Neuigkeiten, wenn es um ihre Beziehung geht. Kannst du die Lottozahlen vorhersagen? Ich könnte. Ach komm schon, verrat mir die Lottozahlen. Nein. Wird es mir gelingen, die Welt zu retten? Die Zukunft ist noch nicht geschrieben, Rufus. Außer in meinem Tagebuch natürlich. Ich habe nächsten Monat viel zu tun, da habe ich schon mal etwas vorgearbeitet. Okay. Warum wohnst du in einem Zelt? Meine Kunden erwarten ein mystisches Ambiente. Außerdem ist es praktisch. Im Falle einer Katastrophe kann ich all mein Hab und Gut innerhalb von Minuten zusammenpacken. Das ist clever. Was für eine Katastrophe? Ups. Das Gewirk der Zeit ist in ständiger Bewegung. Ein Schleier liegt über der Zukunft. Ungewissheit spielt nackt auf seinen Bongos. Es gibt kein Benzin für Satinavs Kettensäge. Hey, nun lenk mal nicht ab. Was für eine Katastrophe. Ach, verdammt. Ich will deine Bananen nicht. Du wirst sie mir trotzdem stehlen, glaub mir. Genau, weil ich sie nämlich haben will. Ich will deine Bananen wirklich nicht. Langweilig. Füg dich dem Unausweichlichen und nimm die Bananen. Es sind leckere, saftige Bananen. Überredet. Ich will dich nicht länger stören. Ich habe es anders gesehen. Ah, es ist soweit. Der Zeitpunkt des großen Bananendiebstahls ist gekommen, wie vorhergesehen. Du unterschätzt mich. Ich kann dagegen ankämpfen. Nein, kann ich nicht. Na los, füge dich deinem Schicksal. Nein, niemals. Rufus, du willst diese Bananen. Na los, nimm sie. Greif zu. Nein. Gut so, ergib dich deinem Schicksal. Ach, herrlich. Ja, mit denen glaube ich nicht, erstmal nichts mehr zu quatschen. Wir gehen erstmal raus. So, es gibt auf jeden Fall noch den Weg da oben. Wir könnten zurück zum Kutter. Wir gehen erstmal hoch in die Stadt. Oha, ein Aufseher. Diese Reifen sind kaputt und langweilig. Wenn sie wenigstens brennen würden. Der Organon hat offenbar die ganze Stadt abgeriegelt. Ich würde das ja als Herausforderung werten. Leider habe ich im Moment andere Sorgen. Glück gehabt, Organon. Dann
Anscheinend komme ich hier nicht wirklich weiter. Irgendwo da hinten liegt das letzte Hochboot nach Elysium vor Anker. Nun gut. Also wieder hier lang. Vielleicht können wir ja unserem guten Goon alias Gronki die Bananen geben, damit er was zu essen hat. Der freut sich schon drüber. Du siehst hungrig aus. Ah, bin ich auch. Du hast nicht zufällig was Essbares dabei? Nichts Passendes, nein. Aber ist mir auch egal, was es ist. Ich könnte gerade alles essen. Falsch. Wie jetzt falsch? Du kannst eben nicht alles essen. Männer essen Schuhe. Was? Na, Schuhe, das weiß doch jeder. Anfänger. Ich will mir mal die Bananen geben. Kann ich die Bananen vielleicht kosten? Ich kann später noch grillen, auf den glühenden Trümmern des Organon. Hey, das sollte ich mir für meine Siegesansprache merken. Okay, dann gehen wir hier nochmal rein. Erstmal den Stromumkehrer da reinpacken. Passt! Vielleicht funktioniert der Bananen im Tank. Bananen kommen mir nicht in den Tank. Man steckt sie in den Auspuff. Ach, Entschuldigung. Wie konnte ich nur? Dann probieren wir nochmal das Klopfen. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Rufus kann bis zu 5-mal klopfen, bis ihn Liebold unterbricht. Ob es ihm wohl gelingt, das Prinzip hinter Liebolds Antworten zu erkennen. Aber welche Antworten? Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Klopf 5-mal. 1, 2, 3, 4, 5. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Das ist beides falsch. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Einmal, keinmal, einmal. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Nee, irgendwie will das nicht. Ich frage mich aber auch, ob ich irgendwo noch einen Himmel... Ah, hier. Plus, minus, plus? Was soll das denn schon wieder? Ich kann zwar dramatische Vorzeichen klopfen, aber mathematische... Plus, minus, plus. Plus. Minus. Minus. Plus. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Ich komme nicht drauf. Verdammte Hacke. Plus, minus, plus. Was soll das heißen? Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Ich kann nur einmal zwei Klopfdinger machen. Vier. Eins. Vier. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt.
Da soll man auch einmal sagen, das wäre nicht gerade schwer, solche Rätsel.